weiter geht's. Auf jeden Fall habe ich fast den Zaun zerstört, aber ich habe es hinbekommen. Aber da war erstmal das Gekreische groß im Auto, drei Mädchen in einem riesen Auto mit einem riesen Hänger. Und dann mussten wir einmal so um die Farm rumfahren und dann abbiegen auf dem Berg, weil Shane wohnt auf einem Berg. Und ich habe irgendwie geschlafen, gedaddelt und bin dann statt rechts rum geradeaus gefahren. Und wir mussten übrigens feiern, aber dann haben wir festgestellt, dass der Hänger, also das Wenden mit dem Hänger, so gut wie unmöglich ist. Und da meinte Lena noch, so geil, ja, also wenn du rechts rum fährst, fährt der Hänger links rum. Und das hat mich komplett zerstört. Und ich so, was? Weil manchmal muss ich ja schon überlegen, mit einem Auto, in welche Richtung ich fahre. Tja, so. Und wir sind dann, glaube ich, so an die 10 Mal rein, raus, rein, raus, rein. Kurz in die andere Richtung, nee, falsch, raus. So, dann kam Shane irgendwann. Der war in Zeitnot auch noch, kam er da, was macht ihr? Ihr zerstört mein Auto. Wieso? Ja, dann haben wir nicht mehr gelacht. Naja, egal. Auf jeden Fall war er nicht böse, aber das war spannend. Ich werde jetzt nicht mehr mit einem Anhänger fahren. Ja. Was ist noch passiert? Gestern waren 2 Schulklassen da. Es war ganz süß und ich habe ihnen gezeigt und erklärt, wie man mit Duncan, dem Känguru, dem Wortbuch, umgeht und füttert und streichelt. Genau. Ansonsten kochen wir ganz viel leckere Sachen, gesunde Sachen. Und nächste Woche Montag ist hier Feiertag, Victoria Day. Victoria Day. Geburtstag von Königin Victoria. Wird hier hart gefeiert. Da ist dann auch die Farm offen für das Publikum. Und danach fahren wir dann nach, machen wir einen ganz kurzen Roadtrip nach Kelowna. 12 Stunden Autofahren. Und holen ein weiteres Känguru. Genau, das wird super entspannt. Nicht, weil wir nur Auto fahren, aber egal. Wir sind ja jetzt 4. Ach nee, Shane hat ja jetzt 5 Mädels. Seine Girls and the Helpings Girls. Ansonsten wird es jetzt hier langsam warm. Kein Schnee. Naja, als ich angekommen bin, der zweite Tag, hat es auch schon wieder geschneit. Ich habe die Schnauze voll. Aber ich zeige euch mal, es ist ein bisschen grün. Da. Der Frühling kommt Mitte, Ende Mai. Cool. So, am Wochenende soll es 20 Grad werden. Ich wünsche euch allen ein, was ist denn heute? Donnerstag. Bei euch ist Donnerstagabend. Ich wünsche euch allen ein